Eishockey-Bundestrainer Toni Söderholm hat einen gelungenen Auftakt in seine erste WM-Vorbereitung hingelegt. Die Auswahl des deutschen Eishockey-Bundes gewann unter der Regie des Nachfolgers von Marco Sturm ihren ersten Härtetest für das Turnier in der Slowakei, 10. bis 26. Mai, gegen den WM-Gastgeber mit 2:1, 0:1, 2:0, 0:0. Im Eisstadion Kaufbeuren lag die DEB-Auswahl schon nach 28 Sekunden im Hintertreffen. Einen bösen Patzer von Benedikt Chopper bestrafte der Slowake Matus Sukel umgehend. Söderholms Team steigerte sich und kam durch den Straubinger Stefan Daschner, 26. bei doppelter Überzahl zum Ausgleich. Nordamerika-Legionär Marc Michaelis, 39. gelang auf Zuspiel von Ausnahmetalent Dominik Bob das 2:1. Am Samstag trifft die DEB-Auswahl in Garmisch-Partenkirchen erneut auf die Slowakei. Danach stehen 5 weitere WM-Testspiele in Tschechien, 17. 18. April, sowie gegen Österreich, 25. 27. April, und die USA, 7. Mai auf dem Programm. Zum WM-Start spielt die deutsche Mannschaft am 11. Mai in Košice gegen Aufsteiger Großbritannien.